Okay, die Aufzeichnung läuft. Ja, Joachim, siehst du es auch? Ja. Okay. Ja, also hallo. Wir wollten heute mal ein Experiment machen. Ich bin jetzt hier verbunden mit dem Joachim Heidegger. Wir haben letzte Woche uns im Rahmen vom Corporate Learning 2025 Modul MOOC mal über das Thema Lernkultur unterhalten und haben dann gesagt, ja, lass uns mal nächste Woche mal ein Gespräch zu dem Thema führen, das wir dann aufzeichnen und dann auch der Community zur Verfügung stellen. Der Joachim Heidegger ist ein Berater, der sich sehr gut auskennt im Bereich ja, Kollaborationsplattformen, Enterprise Social Network, Business Management, agile Arbeitsformen. Aber vielleicht sagst du am besten ein paar Worte zu dir selber, Joachim. Ja, im Prinzip umreißt es da schon, was du gerade gesagt hast. Ich bin jetzt seit 6 Jahren selbstständig und habe da einige Firmen begleitet, wie sie ein Enterprise Social Network eingeführt haben. Und das Thema E-Learning und Lernen beschäftigt mich seit 20 Jahren, denn dort habe ich eine Stelle an einem Lehrstuhl angenommen während dem Studium und begleite oder ja die Entwicklung im E-Learning und später in dem darüber hinausgehenden Lernen. 10 Jahre war ich an der Uni Kassel als interner Berater angestellt und habe dort eben das Thema E-Learning, neue Lernformen, neue Lernkultur vorangetrieben. Und im Moment merke ich einfach wieder ein verstärktes Interesse an dem Thema Lernen in den Unternehmen. Okay, also das Thema betriebliche Bildung ist ja ein Thema, das in vielen Unternehmen auf die Tagesordnung kommt. Früher war das so ein Thema, das am Rande von Kollaborationsplattformen, von Zusammenarbeitsplattformen, von Kommunikationsplattformen uns interessiert hat, weil man gesagt hat, da muss man die Leute auch qualifizieren, mit so einem Thema umzugehen. Mittlerweile gibt es natürlich viele Unternehmen, die solche Lösungen haben, die solche Plattformen haben. Trotzdem hat man häufig mal den Eindruck, dass die betriebliche Bildung in der Unternehmenspraxis eben noch sehr stark auf bewährte Formate setzt und zentral organisiert ist. Wie erlebst du das ganze Umfeld der betrieblichen Bildung in deinen Projekten? Ja, für mich ist das immer noch sehr, sehr zentralistisch, also aus Unternehmenssicht oder aus Personalentwicklungssicht, wo entschieden wird, was der Einzelne lernen soll. Und ich glaube, das ist einer der Hauptfehler, die wir dort haben. Wir müssen dort die ganze Perspektive wechseln und sagen, der Lernende, also der Kollege, der Arbeitnehmer, der Mitarbeiter, der muss in die Lage versetzt werden, selber zu entscheiden, was für seine persönliche Entwicklung und damit auch für die Entwicklung des Unternehmens wichtig ist. Da gehören so ein paar Parameter mit dazu. Das ist nicht beliebig und jeder kann jetzt sagen, ich möchte jetzt gerne nach Südamerika eine schöne Sprachreise machen. Das ist damit nicht gemeint. Aber was wir verlassen müssen, ist, dass irgendwo zentral irgendwo ein System entscheidet, dass ich jetzt einen Englischkurs für Fortgeschrittene machen muss und einen Kurs dafür machen muss, egal ob ich das jetzt gerade in meinem Job brauche oder ob ich das nicht brauche. Wie kann man so ein Thema angehen? Weil das ist ja ein Thema, das nicht unbedingt trivial ist, das viele Facetten hat. Hast du da einen Lösungsvorschlag? Ich glaube, dass es was sehr Individuelles ist. Ich glaube, dass da jedes Unternehmen seinen eigenen Weg gehen muss, sagen Berater immer. Aber die Kultur ist dort einfach sehr unterschiedlich. Wir haben sehr industriell geprägte Unternehmen, wir haben sehr große, sehr hierarchische Unternehmen, wir haben inhabergeführte Unternehmen, wo der Chef sagt, wir machen das jetzt. Und daher sind die Voraussetzungen sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, dass es in vielen Unternehmen sehr tolle Akteure gibt, die da sehr engagiert sind. Das Schwierige für sie ist es, die Welle aufzubauen, die Akzeptanz zu finden, zu sagen, jawohl, wir wollen gerne eine Lernkultur etablieren, aber wir können das nicht top-down machen. Und ich würde gerne ein Beispiel zeigen, wie ich das jetzt für ein Unternehmen entwickelt habe, wie man so schrittweise viele kleine Pflänzchen setzen kann, in der Hoffnung, dass irgendwann so viele Pflanzen da sind, dass sich das dann entsprechend trägt. Okay, Der gerne. Hintergrund ist, dass dieses Unternehmen, bei dem ich bin, ein mittelständisches Unternehmen ist, auf dem Weltmarkt tätig ist, aber eigentlich keine Lernkultur hat und das Thema Lernen wirklich nur sehr am Rande betrachtet hat. Wenn eine neue Maschine kommt, wird ein neuer Kurs gemacht. Wenn irgendjemand Wunsch äußert oder ein Chef sagt, macht das, dann wird das gemacht. Aber es gibt eigentlich nicht so, dass das Lernen eine Rolle im Unternehmen spielt. Siehst du die Folie jetzt, Ja, Joachim? jetzt ist da, okay. Ich habe für diese Firma so eine kleine Story aufgebaut, wie man das so nach und nach entwickelt. Auf der linken Seite mit der großen Glühbirne unter dem Baum sieht man die erste Initialzündung. Es muss ein Go geben von der Geschäftsführung. Dort wird das erste Pflänzchen gesetzt. Einladung geht typischerweise an alle, wirklich an alle.
weil Lernen immer alle Mitarbeiter betrifft. Und dort stellt das Unternehmen so seine Ideen und Vorstellungen vor, wie man losgeht. Der nächste Schritt ist dann, ein offenes Format zu wählen. Hier sieht man ein World Café, ein Barcamp, wie auch immer das Unternehmen dann gestaltet. Aber auf jeden Fall etwas, wo alle Mitarbeiter mitreden dürfen. Und dort werden die ersten Pflänzchen gesetzt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist das, was unten ist, der Muskelarm zu sehen. Das ist das, was das ganze Konzept sehr stark macht. Wenn ich die Meinung aller habe und die Vorstellung aller habe. In einem Unternehmen, wo ich diese Kultur noch gar nicht habe, ist das vielleicht ein bisschen eine Überwindung, ist es vielleicht ein bisschen schwer, aber in der Regel haben wir es mit Erwachsenen zu tun und Erwachsene haben meistens, Kinder auch, aber hier Erwachsene im Unternehmen haben meistens doch bestimmte Vorstellungen. Und die gilt es einzusammeln. Aus diesem offenen Format bildet sich eine kleine Arbeitsgruppe und die gibt die Richtlinie vor. Das sind diese roten Pfeile, die wir dort sehen. Wo wollen wir gemeinsam hingehen? Wo möchte das Unternehmen hingehen? Wo wollen aber auch die Mitarbeiter hingehen? Und daraus wird so eine Landkarte gemacht, eine Orientierung. Daraus werden Spielregeln, das kleine Tor definiert. Wo bewegen wir uns eigentlich? Nicht alles ist erlaubt, aber vieles ist möglich und so ein Spielfeld ist für die Mitarbeiter sehr, sehr wichtig, damit sie wissen, wo sie sich bewegen können. Aber in dem Spielfeld dürfen sie sich dann auch frei bewegen. Ich vergleiche das immer mit dem modernen Fußball, der sich verändert hat gegenüber früher. Heute ist klar, was die Fußballer dürfen und so bewegen sie sich auch. Und das müssen wir dort auch erreichen. Die kleine Medaille, die wir dort sehen, das ist eine Anerkennung. Wie wird das, was ich mache, anerkannt? Das ist eine Form von Gamification. Was ist, wenn ich mir als Mitarbeiter überlegt habe, ich würde gerne mich in eine bestimmte Richtung weiterentwickeln? Wird das im Unternehmen überhaupt anerkannt oder wird das gesagt, selber schuld? Und unten ist der Tachometer noch, da gibt es Kennzahlen, da gibt es bestimmte Parameter, die es zu definieren gilt und das gehört genauso mit dazu. Und dann kommen wir nach rechts oben, dort habe ich einige Elemente, einige Workshop-Formate aufgeführt. Diese 5 Sterne, das soll Working Out Loud definieren oder darstellen. Barcamp-Symbol ist da, Design Thinking-Symbol ist da. Das sind alles Formate, wo es immer darum geht, alle Beteiligten mit einzubinden. Und dort gilt es, viele, viele kleine Pflänzchen zu setzen. Die kleine Quietscheente, die man dort sieht, das ist ein Workshop-Format, was ich mal entwickelt habe. Darum geht es, wie man aus Alltagsgegenstände oder wie man Alltagsgegenstände digitalisiert, damit Mitarbeiter in die Lage versetzt werden, zu verstehen, was im Unternehmen gerade passiert. Und dann kommen wir ganz nach oben. Es müssen Lernräume eingerichtet werden, zu Hause oder im Unternehmen. Dafür müssen die Werkzeuge bereitgestellt werden. Die Umgebung muss bereitgestellt werden. Das ist ganz wichtig. Es muss auch möglich sein, dass ich außerhalb des Gebäudes lerne. Bei so einem schönen Wetter, wie wir es heute haben, ist es ein Genuss, sich auch mal draußen hinzusetzen. Und das sollte auch möglich sein. Dann ist so ein kleines T-Shirt da mit dem Community Manager, Lernbegleiter. Viele Beispiele, die wir in unserer Community haben, zeigen ja, dass es wichtig ist, dass es Menschen gibt, die anderen Kollegen helfen in ihren ersten Schritten. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass alle, die 30 plus sind, schon ein paar Jahre das Lernen hinter sich gelassen haben, ist es sehr, sehr wichtig, dass sie Personen im Unternehmen haben, die ihnen dabei helfen. Wie man das ausdefiniert, muss jedes Unternehmen für sich selber entscheiden. Auf der rechten Seite sieht man einen Menschen mit den Zahnrädchen im Kopf und der Glühbirne. Das ist der Lernende selber. Es geht darum, diesen zu aktivieren. Und der Lernende, der hat Erfahrungen. Das sehen wir an dem kleinen Wanderer. Es gibt Vorgaben, es gibt Materialien und was auch dazu gehört, das soll die Filmrolle unten definieren. Es ist wichtig, dass wir das Wissen unserer Mitarbeiter mit einbinden. Zum Beispiel zu so Interviews, wie wir es jetzt hier gerade auch durchführen. Die Technik gibt das heute her. Ich kann heute mit jedem Smartphone sehr gut ein Interview machen oder ich kann durchs Unternehmen gehen und zeigen, guck mal, das ist mein Arbeitsplatz und das machen wir hier. Und das eine Minute lang auf die Plattform, die wir darunter sehen, das Social Network gestellt und schon erreiche ich sehr, sehr viele Menschen damit. Für mich nach wie vor sehr, sehr wichtig das Thema Enterprise Social Networks, gerade fürs Lernen, Expertennetzwerke, Expertenräume aufzubauen, Artikel bereitzustellen, Materialien bereitzustellen, ganz wichtig.
der Stelle kommt häufig die Frage, was ist mit einer Lernplattform? So eine ganz klassische, hierarchische, zentral organisierte. Ich glaube, dass sie in Teilen auch wichtig ist. Aber ich glaube immer nur dort, wo es um Compliance-Themen geht. Dort, wo ich am Abend abprüfen muss, dass ich diesen Test gemacht habe und ich ihn auch erfüllt habe. Und damit das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, jawohl, meine Mitarbeiter sind darin geschult. Und der Mitarbeiter kann sagen, jawohl, ich habe das erledigt und ich bin auch auf der sicheren Seite. Für alle anderen Themen, Persönlichkeitsentwicklung, Innovationsthemen, organisatorische Themen, da brauche ich keine, aus meiner Sicht heute keine Lernplattform mehr, sondern da bietet so ein Enterprise Social Networks mit verschiedenen Elementen, was auch immer man dort zur Verfügung hat, eine wichtige Rolle. Und links oben kommen wir noch zu dem Baum. Da ist die schöne Frage, wann setze ich einen Baum, um sowas, oder wann setze ich die Pflanze, um Erfolg zu haben? Da könnte ich jetzt sagen, am besten von vor 10 Jahren, dann wäre der Baum heute schon groß genug. Wenn ich das nicht getan habe, dann ist es Zeit, das heute zu machen. Und oben der Daumen soll signalisieren, ich brauche das Einverständnis aller. Ich darf es nicht top-down machen, sondern ich muss wirklich alle mit auf die Reise nehmen. Ich muss sie emotional binden. Lernen hat immer viel mit Emotionen zu tun. Ich kann mich natürlich hinsetzen, irgendwas auswendig lernen, aber wir wollen ja gerne, dass wir eine Lernkultur etablieren. Und da muss ich einfach sagen, Leute, ich möchte euch mitnehmen auf diese Reise. Ja, und das gilt es eben, das Feuer zu entfachen, damit alle bereit sind, diese Reise mitzugehen. Und das ist die Story, die ich hier aufgezeichnet habe für das Unternehmen. Und was wir jetzt dort machen im nächsten Schritt ist eben, Teile daraus herauszulösen. Vielleicht habt ihr auch mein Bild gesehen, was ich gemacht habe mit der Lernkultur, und dort dann zu definieren, an welchen Stellen fangen wir an. Wir sehen hier viele kleine Pflänzchen, viele kleine Trippelschritte. Das ist nichts, was man von heute auf morgen mit dem Hebel umlegt, sondern in vielen kleinen Schritten zu gehen. Und das ist eben die nächste Aufgabe für mich und für das Unternehmen, zu definieren, was machen wir als erstes? Wen fragen wir als erstes? Wen binden wir ein? Mit was wollen wir starten? Genau, mein Überflug über diese Folie, über diesen Werdegang. Okay, vielen Dank. Also, wenn man so die Reise sich anschaut und das mit dem Baum vergleicht, du hast es gerade gesagt, 10 Jahre, dann ist es natürlich schon ein Vorgehen, ein Thema, das eigentlich auch Zeit braucht. Und eine Kultur wachsen zu lassen, eine Kultur zu verändern, braucht eigentlich immer Zeit. Und es sind ja auch verschiedene Elemente, die du angesprochen hast, die gar nicht so simpel und einfach zu realisieren sind. Also wenn man zum Beispiel einen Einstieg ansieht, eine Top-Down-Initialisierung wird als wichtig angesehen, richtigerweise hast du das gesagt, aber gleichzeitig sollte man natürlich alle mit an Bord nehmen. Also allein das ist schon mal eine Frage, wo man sich Gedanken drüber machen kann. Dann diese offenen Formate, diese neuen Formate fürs Lernen, die sehr stark auf Gruppenprozesse abzielen, auf Crowdsourcing abzielen und die Themen der Beteiligten mit reinzubringen, denke ich, ist auch für viele Unternehmen durchaus ein spannendes Thema, weil die häufig sehr stark eben in klassische strukturierte Veranstaltungen reingehen. Und wir erleben das ja auch häufig, dass man ein bisschen fürchtet, so ein Experiment anzugehen, weil man nicht weiß, was passiert, was die Mitarbeitenden dann dort mit einbringen, ob es dort überhaupt Feedback gibt oder ob nicht dann alle ruhig im Raum reinsitzen. Du hast das Thema Regeln erwähnt, ein Rahmenwerk, das man braucht, weil das Ganze muss natürlich auch dem Sinn des Unternehmens, dem Erfolg des Unternehmens dienen. Dazu braucht man ein Rahmenwerk. Das Thema Anerkennung, Feedback ist ein Thema. Gerade auch das Thema Feedback-Kultur, was in vielen Unternehmen diskutiert wird. Das Thema neue Rollen, die man braucht, Community Manager, Lernbegleiter, Menschen, die andere Menschen dabei unterstützen, war so ein Thema. Und natürlich das letztendlich auch die technologischen Themen. Wie kann man eben entsprechend sowas dann auch in einer digitalen Arbeitswelt eigentlich machen? Und wie schafft man es dort, Lernen und Arbeiten beieinander zu bringen? Also viele, viele Themen. Wie lange gehst du davon aus, dass man für so eine Reise braucht? Ja, mehrere Jahre, Wochen, Monate, Jahre, bis man wirklich sagt, dass sich das etabliert hat. Und dass da genügend Pflanzen da ist, dass es selbstverständlich ist, dass das Thema Lernen ein Teil der Unternehmenskultur ist. Wie lange das jetzt hier dauern wird, das weiß ich nicht. Das hängt immer von vielen Faktoren ab, wie sich die Lage verändert, welche Anforderungen kommen. Das Unternehmen, wo ich bin, ist in der komfortablen Lage, dass es im Moment wirtschaftlich sehr gut dasteht. Ich habe Ihnen das gesagt, Sie sitzen bequem auf der Couch.
und können zuschauen, was passiert. Aber was ist, wenn eine Veränderung da ist? Dann muss plötzlich schnell reagiert werden und dann muss schnell eine Veränderung. Das wird dann nicht möglich sein, das wird dann teuer, das wird aufwendig. Aber sich aus einem bequemen Sofa, wo man sich gerade gemütlich gemacht hat, hervorzuheben, aufzustehen, fällt auch nicht immer so einfach. Also insofern ist das gerade so eine spannende Situation zu sagen, jawohl, wir wollen uns bewegen, auch wenn wir gar nicht die Notwendigkeit haben im Moment. Aber wir wissen nicht, was in 1, 2 oder in 5 Jahren ist. Und darüber diskutieren wir gerade, wie stark wir dort einsteigen wollen. Und Okay, wichtig, ja, wichtiges Thema ist ja auch die entsprechende Kompetenz für solche Vorgehensweisen bei allen Beteiligten zu haben. Also insbesondere das Thema Informationskompetenz, Vernetzungskompetenz zu fördern, dass man sie überhaupt auf den Weg machen kann. Und wir hatten ja in der 2. Woche des Mugathons eine Diskussion darüber, bringen die Menschen in den Unternehmen überhaupt diese Kompetenz mit von der Hochschule, von der Schule, oder sind sie ganz anders da sozialisiert? Und vielleicht zum Abschluss, ich weiß, dass du dich sehr intensiv mit dem Thema auch Schule beschäftigst. Wie denkst du, oder wie ist dein Blick auf die Sozialisierung der Mitarbeitenden der zukünftigen Generation für solche Prozesse? Also erste Frage, technische Kompetenz. Ja, ich bin dann manchmal erstaunt, dass die Leute überhaupt gar keine Erfahrung haben mit Twitter, mit Facebook oder mit internen Social Networks, obwohl ich diese Personen für sehr aufgeschlossen halte, sehr modern halte, aber sie bisher noch nie den Zugang hatten. In der Regel ist es aber der Schritt dort rein relativ einfach. Das trifft von jüngeren und von älteren Mitarbeitenden. Meine These ist ja, Beton wächst nach und die besten Projekte habe ich mit Leuten damals an der Uni, mit Professoren gemacht, die 60 plus waren. Die hatten nämlich sehr, sehr viel Erfahrung und mussten nichts mehr beweisen und die haben sich auf ganz neue Sachen eingelassen, während die jungen Professoren, die jungen Wissenschaftler noch sehr, sehr, sehr im System gekoppelt waren und sich noch beweisen mussten. Also ich glaube, Innovation, modernes Denken, etwas Neues ausprobieren hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern dem Interesse, den persönlichen Anforderungen, das, was man damit gerne machen möchte. Und ich glaube, es spielt heute auch keine Rolle mehr, wenn einer 30 ist, 40 ist, 50 ist. Die Technik heute ist so einfach, dass wir es gar nicht mehr klassisch schulen müssen. Was wir erreichen müssen, und da komme ich jetzt auf deine Frage mit der Schule zurück, was wir erreichen müssen, ist, dass dieses Mindset sich ein bisschen ändert. Dass wir auch in der Schule weggehen vom Zentralunterricht, vom Frontalunterricht, genauso wie an den Hochschulen, wo wir die Leute mehr fordern. Dass wir dort auch die Spielfelder definieren, wo sich die Schüler und die Lehrer dann bewegen können. Ich habe nichts gegen Frontalunterricht. Ein guter Vortrag ist klasse. Aber es darf nicht ausschließlich so sein. Und nur freies Arbeiten ohne Struktur, ohne Zielvorgaben, ohne einen Weg zu zeichnen, ist auch nicht das Richtige. Ich glaube, da drin muss jeder so seinen Weg finden. Ich habe einige Schulen kennengelernt. Ich habe ein gutes Netzwerk hier in Kassel und Umgebung. Da gibt es ganz tolle Projekte in Grundschulen, in weiterführenden Schulen, in Berufsschulen. Aber ich glaube, grundsätzlich müssen die Schulen und die Hochschulen sich da noch sehr, sehr viel bewegen. Das wird auch noch ein paar Jahre dauern, bis das überall so ist, sowohl die Technik steht, aber auch die Kompetenz vorhanden ist. Es ist genauso wie an den Unternehmen. Es gibt einzelne Akteure an jeder Schule, die wollen was machen und die machen auch was. Und man kann immer nur hoffen, dass sie nicht gestoppt werden, sondern dass sie sich ihre Spielwiese aufbauen können und immer mehr Kollegen und immer mehr Schüler und immer mehr Studenten mit auf diese Spielwiese des neuen Lernens dann kommen. Und sie nicht irgendwelche Knüppel hinten reingeworfen bekommen. Aber das kann dir überall passieren. Schule, Uni, Unternehmen, irgendeiner steht immer hinter der Ecke und dem gefällt das nicht und versucht das zu sabotieren. Also es gibt schon noch ein paar Stolpersteine für eine neue Lernkultur. Auf der anderen Seite hast du ja auch nochmal aufgezeigt, es gibt eine Vielzahl an auch möglichen Lernformaten, die man eigentlich heute hat. Du hast Barcamps angesprochen, das Working Out Loud angesprochen, Reverse Mentoring, so solche Themen. Man kann heute
Lernlandschaften neu gestalten, indem man zum Beispiel jetzt auch mal schaut, was sind solche typischen Arbeitsumgebungen, Kollaborationsumgebungen, Enterprise Social Networks und was kann man denn darauf entsprechend realisieren. Und das Ganze ist, glaube ich, ein Thema, wo durchaus für viele Menschen, die in der betrieblichen Weiterbildung arbeiten, eine Herausforderung ist, weil es einfach auch neue Themen sind. Und zum anderen denke ich aber auch, wenn man bislang in der Vergangenheit sehr stark unter dem Legitimationsdruck stand, bestimmte Kosten eben umzusetzen, bestimmte Schulungen auf den Markt zu bringen, dann ist es, glaube ich, ein attraktives Arbeitsfeld und das ist ja auch ein Thema, wo wir in Zukunft in den MOOC-Wochen nochmal vertiefen wollen. Was kann man denn dort machen? Ja. Joachim, herzlichen Dank für den Einblick. Eine Möchtest du Sache den ist auch noch. Teilnehmern noch eine Botschaft mitgeben? Ja, noch eine Sache. Eine hätte ich gerne, One und zwar last word. ein Last zu dem Thema Barcamp oder World Café, also so ein offenes Format. Traut es euch. Wenn wir auf Barcamps gehen, dann kommen meistens nur die Willigen hin, die machen sowieso mit. Ich habe vor 4 Wochen ein Barcamp an der Kammer, an der Industrie- und Handelskammer durchgeführt mit einer Kollegin, mit einer Freundin, und da war die Befürchtung ganz groß, dass diejenigen, die dort kommen, das gar nicht kennen und nicht mitmachen werden. Dass sie es nicht kannten, das war so, aber es haben alle mitgemacht. Und am Ende des Tages hatten wir so tolle Ergebnisse und so viel Energie erzeugt, dass es hieß, lass uns sofort weitermachen. Und da sage ich allen nur, habt den Mut, sowas zu probieren, moderiert es richtig, bereitet es vor und dann lasst die Leute kommen, lasst sie reden. Wenn zu sagen, haben sie alle etwas. Und ich habe bisher noch kein Workshop oder kein so ein offenes Format, so eine Unkonferenz erlebt, wo nicht zum Schluss mehr Energie drin war wie vorher. Es ist immer was Positives und da kann ich nur sagen, habt den Mut und macht es, probiert es aus, im kleinen, im mittleren oder im großen Kreis. Okay, also einfach trauen, das Risiko ist nicht Ja. sehr groß, wird funktionieren. Okay, Jochen, Genau. herzlichen Dank.